Als nächstes Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Aber erst finden die Arbeiten statt. Wieder einmal vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz von Ihnen, Ihrer Kollegin. Sie pflegen uns durch diese Plenarwoche sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Dass die AfD hier einen Antrag einreicht, in dem sie das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien bejubelt, danke, überrascht nicht. Kollegen, Kollegen. Ich fange noch einmal an. Dass die AfD hier einen Antrag einreicht, in dem sie das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien bejubelt, überrascht nicht. Die AfD hat den Brexit begrüßt und wünscht sich auch einen Austritt Deutschlands aus der EU, aus purem völkischem Nationalismus. Bei all der Freude über das Bröckeln der verhassten EU ist die AfD völlig blind geworden für die Folgen des Brexit für die britischen Bürgerinnen und Bürger. Im Januar, als der Brexit gerade vollzogen war, herrschte Chaos. Teils leere Regale in britischen Supermärkten, überteuerte Lebensmittel, satte Nachforderungen für Online-Shopper, kilometerlange Lkw-Staus in Dover. Der Brexit war für die Britinnen und Briten spürbar. Die Exporte Großbritanniens in die EU um 40% zurückgegangen. Es sind vor allem kleine Unternehmen und UnternehmerInnen, die unter dem Brexit leiden. Am schwersten hat es die Fischerei getroffen. Der Export von Krusten und Schalentieren war zwischenzeitlich so gut wie ganz zum Erliegen gekommen. Besonders besorgniserregend ist das Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts. In dieser dramatischen Lage ist das Handels- und Kooperationsabkommen das kleinste Übel. Die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch deren Unternehmen verdienen Planungssicherheit. Wegen ihrer Jobs, wegen der Aufrechterhaltung der Lieferketten, wegen der Kontinuität von Handelsbeziehungen. In dem Abkommen werden nicht nur direkte Handelsfragen geregelt, sondern auch die begleitenden Regeln und Standards. Die Kernforderung von The Left im Europaparlament wurde akzeptiert, nämlich, dass der Frieden in Irland durch ein Vermeiden der Rückkehr zu einer Handelsgrenze quer durch die irische Insel hohe Priorität hat. Auch an anderer Stelle konnte The Left Schlimmeres verhindern. So gibt es ein Verbot der Absenkung der Sozialstandards zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils. Auch die unsäglichen intransparenten und privaten Schiedsgerichte sind erstmal vom Tisch. Das ist gut so. Besser als vor dem Brexit ist es nun aber weder für Britinnen noch Briten noch für andere Europäerinnen und Europäer. Der Brexit hat bisher nur Nachteile gebracht. Die Versprechen der Rechtspopulisten, denen leider viele Britinnen und Briten auf den Leim gegangen sind, wurden nicht eingelöst. Der angekündigte Handelsdeal mit den USA ist in weite Ferne gerückt. Vergleichbare Deals mit Indien und anderen ehemaligen Kolonialgebieten sind wenig realistisch. Auch beschränkt der Deal glücklicherweise die Möglichkeiten Großbritanniens, von europäischen Standards abzuweichen. So weit her ist es also nicht mit der vielbeschworenen neuen Souveränität. Dass die Rechtspopulisten hierzulande so etwas als nachahmenswerten Erfolg verkaufen wollten, ist wirklich nur mit blindem Nationalismus zu erklären. Für alle demokratischen Europäerinnen und Europäer sollte der Brexit ein Weckruf sein. In Großbritannien haben sich viele Menschen von der EU abgewandt, ebenso in anderen Ländern der EU.
Überall in Europa leiden die Menschen darunter, dass sich der Neoliberalismus breit gemacht hat. Überall gibt es Menschen, die sozial abgehängt sind, die nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, die nicht wissen, wie sie von ihrer Arbeit leben sollen. Die mangelnde soziale Sicherheit hat viele Menschen desillusioniert und wütend gemacht. Die Lehre aus dem Brexit müsste heißen: Schluss mit der Politik der sozialen Kälte, her mit einer gerechten Wohlstandsverteilung, her mit einer ausfinanzierten öffentlichen Gesundheitsversorgung, her mit einer starken öffentlichen Daseinsvorsorge, mit guten Jobs und guten Löhnen sowie mit sozialer Sicherheit, die ihren Namen auch verdient hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes ist Frau Dahlke auf der Rednerliste. Dann liegen mir von den Fraktionen keine mehr vor, sodass dann danach die Ministerin dran käme. Bitte schön, Frau Dahlke. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! I can't believe the news today. I can close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? Das sind die Anfangszeilen des Lieds, mit dem die irische Band U2 den sogenannten Bloody Sunday verarbeitet hat. An diesem Tag wurden 1972 in der nordirischen Stadt Derry 13 unbewaffnete Menschen aus Irland von britischen SoldatInnen erschossen. Der Nordirland-Konflikt eskalierte, Stabilität konnte erst 1998 mit dem Karfreitagsabkommen erreicht werden. Heute, im Jahr 2021, ist diese Stabilität durch den Brexit ernsthaft bedroht. Wo sich die Nordirinnen vorher wahlweise Irland oder dem Vereinigten Königreich zugehörig fühlen konnten, existiert nun eine reale Grenze, und in Nordirland flogen auch diesen März wieder Ziegelsteine und Molotow-Cocktails. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das erste Mal ein Land in der Geschichte der Europäischen Union, die EU verlässt und freiwillig verlassen hat, ist eine Zäsur. Und natürlich ist es eine gute Nachricht, dass der Austritt am Ende in einem Abkommen geregelt worden ist. Aber leere Supermarktregale, die Lkw-Staus oder die eben erwähnte Gewalt in Nordirland, die in dem Antrag der Herren der AfD überhaupt nicht vorkommt, die machen uns klar, der Austritt aus der Zollunion, aus den gemeinsamen Mindeststandards und der Personenfreizügigkeit, die bringt viele Probleme mit sich. Und als überzeugte EuropäerInnen ist für uns klar, ein Verbleiben des Vereinigten Königreichs wäre die beste aller Lösungen gewesen. In dem Antrag, der uns heute vorliegt, und das hat Frau Fissmann auch schon gesagt, da wird behauptet, das Brexit-Abkommen kläre alle wichtigen Fragen im Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Und das stimmt so aber leider nicht. Es ist zwar sehr gut, dass der Klimaschutz eine prominente Rolle im Handelsabkommen einnimmt und dass soziale Mindeststandards festgeschrieben wurden, weil das erstmal Verlässlichkeit für die Wirtschaft auch in Hessen bringt. Aber viele Themen, zum Beispiel die Finanzwirtschaft, die werden gar nicht oder unzureichend behandelt. Und da würde ich auch noch mal gerne sagen, dass mich das sehr verwundert, dass der Redner von der AfD hier keinen Kommentar dazu abgegeben hat, ob das dann auch eine gute Blaupause wäre für das Verhältnis zwischen Deutschland und der EU, wenn dann Deutschland aus der EU ausgetreten ist, so wie Sie das ja beschlossen haben. Außerdem ist der Brexit-Deal ein lebendes Abkommen, bei dem viele Details erst im Laufe der Zeit geklärt werden. Deswegen wurde auch ein sogenanntes Partnership Council eingerichtet mit etwa 20 Ausschüssen, die über Auslegungsfragen ständig entscheiden müssen. Und das ist eigentlich für alle Seiten eine Tragödie, weil der Brexit wird so zu Prex Eternity. Trotz allem muss unser Ziel sein, in die Zukunft zu schauen und bei allen offenen Fragen gute Wettbewerbsbedingungen und starke Standards für den gemeinsamen Handel durchzusetzen. Seit dem Brexit, also im Februar 2020, ist die Wirtschaft zwischen Hessen und dem Vereinigten Königreich um 5% gewachsen. Allerdings war das Vereinigte Königreich letztes Jahr ja auch noch Teil des Binnenmarkts. Hessen hat sehr viel getan, um unsere Wirtschaft gut auf den Austritt vorzubereiten. Denn das Vereinigte Königreich ist immer noch einer unserer wichtigsten Handelspartner.
Das ändert aber nichts daran, dass unsere Betriebe seit Januar Vertriebs- und Lieferbeziehungen anpassen, neue Zollverfahren lernen und sich mit bürokratischen Visa-Anträgen rumschlagen müssen. Und auch hier gilt, ein Verbleiben des Vereinigten Königreichs in der EU wäre für die Unternehmen in Hessen auch die beste aller Lösungen gewesen. Aber die EU ist natürlich viel mehr als ihr Binnenmarkt und ihre Handelsbeziehungen. Wenn wir über die EU sprechen, so denken wir oft an wunderschöne Landschaften, an spannende Städte, die es in Kurztrips zu entdecken gibt, das Nachtleben zum Beispiel oder die Cafés und Museen und halt auch die Möglichkeit, schon im Studium ein paar Monate im Ausland zu verbringen und all das mit den Studieninhalten zu verbinden. Kurz vor dem Brexit waren Schottland, England und Wales die drittbeliebtesten Ziele für deutsche StudentInnen, die über Erasmus Plus ins Ausland gegangen sind. Und vor diesem Hintergrund kann man es wirklich als tragisch bezeichnen, dass das Vereinigte Königreich sich entschieden hat, in Zukunft nicht mehr an Erasmus Plus teilzunehmen. Die Regierung verwehrt damit nicht nur den eigenen Jugendlichen, diese Erfahrung in Kontinentaleuropa zu machen. Es hindert auch alle anderen europäischen Jugendlichen daran, sich während ihres Studiums zum Beispiel in die überwältigende Metropole London, in die ehemalige europäische Kulturhauptstadt Glasgow oder in die Beatles-Hauptstadt Liverpool zu verlieben. Und ganz besonders in der Jugend sind solche Eindrücke prägend. Sie bleiben ein Leben lang und sie sind der Grundstein dafür, sich auch später im Leben mit Städtepartnerschaften zu beschäftigen und sich für den Austausch zu engagieren. Also wir Grüne werden Bemühungen, die Kinder und Jugendlichen einen Austausch mit dem Vereinigten Königreich ermöglichen, dabei immer unterstützen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle Partnerschaftsvereine, für alle regionalen Städtepartnerschaften oder Aktivitäten in Bildung und Forschung, die die britisch-hessische Partnerschaft auch in Zukunft gestalten wollen. Als überzeugte EuropäerInnen ist für uns klar, ein Verbleib wäre auch für die Jugendlichen und für die Freundinnen Großbritanniens das Beste und die beste aller Lösungen gewesen. Und weil der vorliegende Antrag ja auch so einen großen Bogen macht, will ich noch einmal sagen, in einer Welt, in der Multilateralismus an der Tagesordnung ist, um Antworten auf die großen Fragen zu finden, in dieser Welt ist es eine Illusion zu glauben, das Vereinigte Königreich hätte nun unter dem Strich irgendwo mehr Einfluss, sein Schicksal zu gestalten. Viel eher wurde Macht und wurden Einfluss in einer Partnerschaft aufgegeben, an der man gemeinsam hätte arbeiten können. Und es wurde sich einem Hirngespinst hingegeben, voller Nostalgie an gute alte Zeiten. Gewinnen werden aber langfristig Frankfurt mit den Banken, nach Paris wandern die meisten Jobs ab, nach Amsterdam gehen die Fintechs, nach Dublin gehen die Asset Manager. Aber wenn Handelsbeziehungen zersplittern, dann erschwert das ein gutes Miteinander für alle. Und je geeinter der Binnenmarkt, desto stärker kann die EU ihre Position gegenüber anderen Partnern vertreten und desto besser kann sie auch gemeinsame Antworten finden auf Fragen wie die neue Geopolitik oder natürlich auch die Bekämpfung der Klimakrise. I can't believe the news today, I can't close my eyes and make it go away. Das werden auch viele Menschen an diesem Morgen im Juni 2016 gedacht haben, als klar war, dass sich eine denkbar knappe Mehrheit der WählerInnen für den Brexit entschieden hat. Bis alle Auswirkungen dieser Trennung für beide Seiten klar geworden sind, wird es noch Jahre dauern. Wir sind davon überzeugt, das erreichte Abkommen ist schlechter als eine EU-Mitgliedschaft. Aber natürlich werden wir in Hessen versuchen, Wege zu finden, mit dem Brexit umzugehen, für alle Betroffenen das Beste draus zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. Bevor die Ministerin das Wort ergreift, gibt es wieder Ordnungsmaßnahmen. Und ich habe eine ganz herzliche Bitte, Frau Butte hat mich eben darauf hingewiesen, wenn man untereinander sich unterhält, ist das okay. Aber wenn man den Mundschutz aufhat, ist man automatisch lauter. Und das haben wir eben wieder doch sehr deutlich hier oben zur Kenntnis nehmen müssen. Ich wollte einfach darauf hinweisen, Mundschutz ist doof, aber wir haben ihn an und deshalb bitte nicht zu viel schwätzen. Und die Ministerin hat das Wort. Ja, gut, also dann machen wir mal so, weil ich alles ein bisschen durcheinander gemacht habe. Dann haben Sie jetzt das Wort. Eigentlich hätten Sie es vorher schon abgeben müssen. Ja, ist alles gut. Nee, bitte schön, Herr Wolf, alles gut.
Die Zettel sammle ich nicht, die schmeiße ich weg. Bitte schön. Tun Sie auch gut dran, Herr Präsident. Ich will mich auch nicht lange äußern und der Frau Ministerin hier ins Gehege kommen. Ach, halt, ich habe das Ding auf der Reihe. Einige Sachen müssen hier richtiggestellt werden. Also, ich höre ja raus aus den Reden teilweise, dass hier irgendwelche durch nichts belegte Unterstellungen zugrunde gelegt werden. Es wurde beanstandet, dass ich nicht zu dem Austritt Deutschlands aus der EU geredet habe. Das ist für mich gar kein Thema. Das steht nicht zur Debatte und deswegen habe ich das letztendlich nicht angesprochen. Im Übrigen, Frau Dahlke, ich bin halt ein höflich erzogener Mensch. Also wenn es heißt, der Redner der AfD, ich spreche Sie ja auch mit Namen an. Meinen Namen kennen Sie, muss ich nicht noch mal erwähnen. Solche Dinge nehme ich persönlich, weil das Klima hier, ich bin es von anderen Institutionen und anderen Verbänden gewöhnt, da ist ein ganz anderes Klima, als dass man sich permanent mit irgendwelchen Beleidigungen, Unterstellungen und Ähnlichem abgeben muss. Das gefällt mir nicht, das darf ich in meiner Meinung auch mal hier sagen. Im Übrigen haben Sie die Bundespartei hier zugrunde gelegt, auch in der Partei, sage ich mal nach meiner Meinung, können ja andere vielleicht anders sehen, gibt es ein föderatives Prinzip. Das heißt, wenn wir hier was vortragen und beschließen, sind wir nicht, wie vielleicht in anderen Parteien, die Befehlsempfänger der Bundespartei. Nein, das sind wir nicht und ich vertrete das auch nicht, was ich persönlich nicht für richtig halte. Ich habe das für falsch gehalten, was hier teilweise beschlossen wurde. Aber es entscheiden in der Demokratie immer Mehrheiten darüber, was richtig und was falsch ist und was eine Partei vertritt und nicht die Weisung von oben nach unten. Also irgendwo haben wir kein imperatives Mandat. Ein letztes, weil wir unterscheiden hier auch und mit mir und Herrn Heidkamp, die wir dafür zuständig sind, zwischen Europa und der EU. Ein ganz klares Ja, ich kann das auch belegen durch langjährige Tätigkeit in dem Bereich, ein klares Ja zu Europa, aber die EU muss man teilweise sehr kritisch sehen. Man kriegt sie sicher nicht weg, das ist auch nicht unser Ziel, aber es ist dringend reformbedürftig, was auch in anderen Stellungnahmen hier... Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Ja, ich komme zum Schluss. Okay, ich hätte noch mehr zu sagen. Ein Hinweis an die Frau Scheuch-Paschkewitz. Die Regale in England waren nicht leer. Die waren nicht leer. Vielleicht haben Sie das mit der DDR verwechselt, zu denen Sie irgendwelche Nähe besitzen. Vielen Dank. Herr Kollege, danke. Vielen Dank. So, das war jetzt eine Kurzintervention. Reagieren möchte, darf sie es. Wenn sie nicht darauf reagieren möchte, muss sie es nicht. Dann ist die Frau Ministerin jetzt endgültig dran. Sie haben das Wort, Frau Buttrich. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ja am Anfang überlegt, ob ich darauf eingehen will, dass die AfD diesen Antrag gestellt hat. Und bei allem Respekt, Herr Bolldorf, Sie sind ja ein Mitglied der AfD. Und wenn die AfD ein Programm beschließt, ein Dexit beschließt, dann kann man sich ja nicht ganz davor rausstehlen. Ne? Und das Zweite ist, wenn ich mir den Antrag ansehe, da kommt er so harmlos daher. An manchen Passagen könnte man zustimmen. Aber man sieht doch, dass der lediglich dafür benutzt wird, damit zu rechtfertigen, dass wenn ein Brexit in irgendeiner Form zu bewältigen sei und gut zu heißen ist, auch ein Dexit ein guter sei. Insofern ist das schlicht und einfach scheinheilig, was hier entsprechend beantragt wird von Ihrer Seite. Und wenn Sie hier formulieren, wortwörtlich kann ich es nicht mehr wiedergeben, aber wenn Sie hier formulieren, dass mit dem Handels- und Kooperationsabkommen jetzt ja alles gut sei, man zu einem guten Ende gekommen sei, dann kann ich nur sagen, das ist entweder zynisch oder es ist ignorant oder es ist realitätsfern, weil noch viel zu verhandeln ist, weil noch viel offen geblieben ist und einige Beispiele genannt wurden, die zu Problemen führen. Wenn wir uns Großbritannien ansehen, dann sieht man, dass Großbritannien inzwischen ein gespaltenes Land ist. Wenn wir uns die Thematik oder die Problematik in Nordirland ansehen, dann können einem die Menschen nur leid tun. Wir können um den Frieden bangen. Und auch wenn wir sehen, dass diejenigen, die in Schottland gerne in der Europäischen Union geblieben wären, hier der Situation nachtrauern und was übrig geblieben ist, in der Tat eine tiefe Spaltung in Großbritannien übrig geblieben ist, dann kann ich nicht sehen, dass ein Brexit mit einem Abkommen ein gutes Ergebnis ist. Das kann man nur sagen, wenn man einen Brexit insgesamt gut findet und wenn man auch einen Dexit gut findet. Das als Vorbemerkung. Und insofern, sehr geehrte Damen und Herren, ja,
Wir haben uns als Hessische Landesregierung intensiv eingebracht. Als es zum Brexit, als der Brexit beschlossen wurde, als das Referendum beschlossen wurde, es war immerhin im Jahr 2016, das ist eine Weile her. Und das muss man immer vorweg sagen, auch wenn wir jetzt Chancen nutzen und versuchen, die Situation irgendwie noch für uns einigermaßen gut zu machen, steht immer an allererster Stelle, wir hätten ihn nicht gewollt. Wir finden ihn nicht gut. Und ein entsprechendes Abkommen, ein Handels- und Kooperationsabkommen, ist nur eine Schadensminderung. Und das Weitere ist, dass wir als Landesregierung selbstverständlich unseren Unternehmen und der Wirtschaft zur Seite gestanden haben, dass wir uns eine Arbeitsstruktur geschaffen haben, in denen wir der Wirtschaft zur Seite gestanden haben, während des Brexits, jetzt und auch darüber hinaus. Und selbstverständlich gilt das nicht nur für den Bereich der Finanzbranche, sondern für viele Bereiche in der Wirtschaft in ganz Hessen, sei das in Nord, in Süd, in Mittelhessen, je nachdem, und in allen Bereichen der Wirtschaft. Wir haben intensive Kontakte gehalten, und dadurch ist es auch entsprechend gelungen, hier mit den Unternehmen uns so darauf vorzubereiten, dass sie möglichst wenig Schaden leiden. Und wenn wir uns die neuen Beziehungen anschauen, dann muss man sagen, der neue Beziehungsstatus zwischen Großbritannien und der EU, der wird vieles regeln, aber der macht vieles nicht einfacher. Wenn man auf die andauernden Irritationen hinsichtlich des Nordirland-Protokolls schaut, und das ist ja hier schon in mehreren Reden entsprechend angesprochen worden, oder auch die Frage der Fischereirechte betrachtet, dann sieht man doch, dass hier noch Bruchstellen vorhanden sind, nicht nur Bruchstellen vorhanden sind, sondern dass hier eine schwere Belastung der Beziehungen zu befürchten ist. Und ich hätte nie gedacht, oder dass ich sehen muss, oder wie viele von Ihnen sehen muss, dass Militärschiffe in der Küste patrouillieren, um hier Fischereirechte zu sichern. Da kann ich nur sagen, wir wären mir jede Verhandlung innerhalb einer Europäischen Union in Brüssel in einem Sitzungszimmer lieber gewesen als Militärschiffe zwischen Großbritannien und dem Kontinent. Und umso dringender müssen wir uns den offenen Fragen widmen, die auch nach der Einigung bezüglich des Abkommens bestehen. Und niemand von uns hat ein Interesse daran, dass weitere Konfliktthemen die Beziehungen zum Vereinigten Königreich bestimmen. Und es gibt Konfliktthemen, weil viele Dinge, wie ich es eben angesprochen hatte, bis jetzt noch nicht gelöst werden konnten und in Strukturen, die geschaffen wurden, entsprechend beraten werden müssen. Die Hessische Landesregierung hat sich nicht nur darum gekümmert, dass die negativen Auswirkungen des Brexits in Hessen ausbleiben. In der neuen Konstellation der EU-27 haben sich auch Möglichkeiten ergeben. Ich habe sie eben angesprochen, die wir uns aber in dieser Form nicht gewünscht haben, aber dann auch letzten Endes verpflichtet sind, die entsprechenden Chancen dann zu nutzen. Wir haben immer auch Standortpolitik für die Zeit nach des Brexits betrieben und haben die entsprechenden Möglichkeiten genutzt. Da gibt es ein paar Felder, die ich beispielsweise nennen will. Selbstverständlich ist ein Bereich, sind die Finanzdienstleistungen. Ich denke, in den Bereich der Finanzdienstleistungen, dabei geht es nicht nur um ein aktives Standortmarketing, sondern es geht auch darum, dass es weiterhin faire Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU und im Verhältnis zum Vereinigten Königreich gibt. Bisher hat der Finanzplatz Frankfurt von Geschäftsverlagerungen im Zuge des Brexits profitiert. Wie wir wissen, haben zahlreiche Institute, Banken und Unternehmen ihren Hauptsitz bereits von London an den Main verlegt. Wenn wir wollen, dass diese Entwicklung weitergeht und nicht am Ende andere europäische Metropolen die Führung übernehmen, müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen. Ja, wir sind auch diesbezüglich jetzt in einem europäischen Wettbewerb, aber wie ich betone, in einem fairen europäischen Wettbewerb. Nur dann werden wir mit unserem Finanzplatz im Herzen Deutschlands dauerhaft eine Führungsrolle in Europa innehaben, wenn wir uns diesen Herausforderungen auch stellen. Und wir müssen uns z.B. in Sachen Finanzaufsicht überlegen, wie weit wir auf die Bedürfnisse von global agierenden Banken eingehen wollen. In diesem Bereich müssen wir in Europa an einem Strang ziehen. Das Thema Finanzmarktaufsicht darf nicht zum Standortfaktor innerhalb der EU werden. Auch gegenüber Großbritannien müssen wir uns in diesem Zusammenhang positionieren. Es muss klar sein, dass wir uns als EU nicht an einem globalen Deregulierungswettlauf beteiligen werden. Und sehr geehrte Damen und Herren, ein wenig populäres, aber ein wichtiges Thema ist das Thema Euroclearing, das uns in einem besonderen Maße betrifft.
Es ist eine Zukunftsfrage. Bis in das kommende Jahr hinein gilt eine Äquivalenzanerkennung für die Clearinghäuser mit Sitz im Vereinigten Königreich. Die EU erkennt mit einer solchen Äquivalenzentscheidung das britische Regelwerk als gleichwertig mit den europäischen Bedingungen an. Damit wird britischen Finanzmarktakteuren die Möglichkeit eröffnet, auch in der EU zu operieren. Aber gerade beim Clearing ist dies keine dauerhafte Lösung. Vor diesem Hintergrund ist es sehr zu begrüßen, dass die EU-Kommission auf die Befristung der Äquivalenzanerkennung verweist und angekündigt hat, die Übertragung von Derivatepositionen zu Clearinghäusern in der EU zu erleichtern. Und es geht dabei um enorme Summen. Deshalb müssen Mechanismen geschaffen werden, die sicherstellen, dass sich aus dem Übertragungsvorgang selbst keine zusätzlichen Risiken für die Finanzstabilität innerhalb der EU ergeben. Als Hessische Landesregierung werden wir mit aller Kraft einen reibungslosen Übergang auf Clearinghäuser in die EU unterstützen. Anbieter wie insbesondere die Clearing-Plattform Eurex in Frankfurt, die seit 2012 der deutschen Börse Group angehört, haben ihrerseits mit Marktinitiativen viel dafür getan, das Geschäft aufnehmen zu können. Und sehr geehrte Damen und Herren, die Neuausrichtung der wirtschaftlichen Beziehungen geht weit über die Frage des Finanzstandortes hinaus. In meinen Gesprächen mit Unternehmen wird immer wieder von dem Eindruck berichtet, dass von britischer Seite unterschiedliche Regelungen für britische und europäische Anbieter gelten. Ein und dieselben Fahrzeuge können z.B. nur unter britischer Flagge in das Londoner Stadtgebiet einfahren. Kontinentaleuropäische Anbieter werden mit Hinweis auf nebulöse Sicherheitsvorschriften davon abgehalten. Das langsame Auseinanderdriften in Sachen Einheitlichkeit und Wirtschaftsstandort ist zu spüren. Und das ist bei aller Erleichterung darüber, dass es bisher kaum zu größeren Schwierigkeiten gekommen ist, ein Warnsignal für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen. Das Ausscheiden aus der EU ist deshalb alles andere als vorteilhaft oder normal. Es ist auch wirtschaftlich nicht folgenlos, schon gar nicht identitätsstiftend. Seit 1973 war Großbritannien immerhin Teil der EG respektive der EU. Seitdem sind Generationen geboren, für die ein grenzenloses Europa, für die lernen, und das ist häufig angesprochen worden heute, studieren, arbeiten und leben in ganz Europa normal war. Europa gehört mittlerweile, wenn ich Europa spreche, dann reden die meisten, wenn sie von Europa sprechen, von der Europäischen Union. Europa gehört mittlerweile zur Identität ganzer Generationen und deshalb haben renationale Träumereien oder Fantastereien nichts mit der europäischen Gegenwart zu tun. Das muss man immer wieder deutlich betonen. Die Corona-Pandemie hat bisher viele Folgen des Brexits überdeckt. Aber schon nach den ersten 100 Tagen haben wir vielerorts gehört, dass Unternehmen überlegen, und auch das ist häufig angesprochen worden heute schon, Lieferketten ohne die Beteiligung britischer Standorte zu errichten, Produktion in Großbritannien herunterzufahren oder ganz auf ihr Geschäft auf der Insel zu verzichten. Das mögen bislang kleine Randnotizen sein, aber in der Summe wird sicher der Brexit für Großbritannien nicht erfolgreich sein und er wird sich nicht rechnen. Weder die USA noch andere Teile der Welt haben auf ein Großbritannien ohne EU-Anbindung gewartet. Allein nach Deutschland und in die Niederlande, und das muss man sich mal vor Augen halten, exportiert Großbritannien mehr als in die USA. Der wichtigste Wirtschaftspartner für Großbritannien bleibt der europäische Binnenmarkt. Man muss bestimmte Fakten nicht mögen, doch sie bleiben Realität. Das ist zu der rechten Seite von mir aus eben gesprochen. Und Sie werden zeigen. Staatsministerin Puttrich, darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern? Bitte? Ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Ich bin auch gleich fertig. Werden, dass der Brexit eben keine gute Idee war. Und lassen Sie mich den Hinweis noch geben auf den gesellschaftlichen, kulturellen Austausch. Auch das Stichwort Erasmus, ja, das ist angesprochen worden, das ist mehr als bedauerlich. Und es ist unsere Pflicht, junge Leute zusammenzubringen, ihnen Möglichkeiten zu geben, diesen Austausch zu führen. Und da geht es nicht nur um den Erwerb von Sprache, sondern es geht um das partnerschaftliche Miteinander, genau um diesen Faden aufrechtzuerhalten und weiterhin die Tür zur Europäischen Union offen zu halten. Und das werden wir auf alle Fälle als Hessische Landesregierung tun. Und genauso werden wir auch weiterhin unterstützen, wenn es Partnerschaften gibt. Inzwischen gibt es 20 Partnerschaften.
Partnerschaften zwischen englischen Städten und zwischen hessischen Städten, um hier einen entsprechenden Austausch zu ermöglichen, um zu zeigen, wenn Menschen beieinander sind, dann kann man auch wieder zueinander finden. In diesem Sinne danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Mir liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte angekommen. Und über den Antrag der AfD würden wir dann heute Abend abstimmen. Keine Gegenrede, dann machen wir das so.